Guck mal hier, ich möchte euch beibringen, wie man aus einem Toilettenpapier eine Fackel baut. Dazu braucht man Pflanzenöl, ein Feuerzeug, das ist ein Sturmfeuerzeug. Eine Unterlage, damit diese Wiese hier nicht wegbrennt. Und eine Toilettenpapierrolle. Als erstes legt man eine Toilettenpapierrolle auf einer geeigneten Unterlage drauf. Als zweiten Schritt nimmt man Pflanzenöl, in meinem Fall Rapsöl. Ich werde es hier oben drauf gießen. Und das einsaugen lassen, sodass dieses komische Pflanzenöl, in meinem Fall Rapsöl, da hineingesogen wird. In dieses Toilettenpapier, wo man Anal und Rektum abwäscht. Ich werde es jetzt ein paar Minuten hier einziehen lassen. So, ich habe gerade ein bisschen abgewartet und jetzt werde ich noch so einen kleinen Spritzer hier hinzufügen. Genau. Ich werde jetzt den Sturmfeuerzeug nehmen und den hier jetzt anzünden. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie lange das brennt. Ja, ich habe es gerade angezündet und wir haben gerade 22.11 Uhr. Diese Zeit merken wir uns und prüfen, wie lange das brennen tut. Ich bin sehr gespannt drauf. Guck mal hier, da vorne ist Vollmond. Das ist sogar so ein richtiger Vollfett-Vollmond. Ich glaube, auf der Kamera sieht man das nicht. Aber trotzdem ist das so ein richtiger Vollfett-Vollmond. Das ist voll cool. Es brennt richtig gut und guck mal, es brennt schon 10 Minuten lang und es brennt noch weiter, das wird noch viel länger brennen, das ist auf jeden Fall eine voll cool Fackel. So, es sind jetzt 20 Minuten vergangen und es brennt immer noch voll cool. Guck mal, es sind jetzt 30 Minuten vergangen und es brennt immer noch sehr, sehr gut. Jetzt sind 40 Minuten vergangen und es brennt immer noch. Das ist voll cool, ich mag das. So, jetzt sind 45 Minuten vergangen und das ist jetzt tatsächlich ausgegangen. Nach 45 Minuten diese Fackel. Und weil das für mich nicht zufriedenstellend genug ist, werde ich jetzt diese Zewa-Rolle nehmen und das hier jetzt anzünden. Weil das hier, das ist ausgegangen. Das hat mich nicht befriedigt. Deswegen werde ich jetzt diese Zewa-Rolle anzünden. Erstmal Pflanzenöl drauf gießen. Und jetzt für die nächsten 10 Minuten ziehen lassen. Guck mal, es ist jetzt 23.10 Uhr und ich zünde das jetzt an. Ich bin sehr gespannt drauf, wie lange das mit der Zewa-Tuch-Variante hält. Guck mal, es sind jetzt 10 Minuten vergangen und das sieht immer noch voll cool aus mit der Zewa-Rolle. Die brennt gerade runter. Es sind jetzt 20 Minuten vergangen und das Feuer brennt immer noch. Diese Fackel, das hat nicht mal halb runtergebrannt. So, es sind jetzt 30 Minuten vergangen. Und es brennt immer noch ganz gut, aber es brennt immer weiter runter. So, es sind jetzt 40 Minuten vergangen und das sieht jetzt so aus. Es sind jetzt 50 Minuten vergangen und es brennt immer noch ganz gut. So, es sind jetzt 1 Stunde und 2 Minuten vergangen und es brennt immer noch. Das ist voll cool. Das ist eine voll cool Flamme. So, es sind jetzt 1 Stunde und 10 Minuten vergangen und das hier, das ist jetzt gerade exakt ausgegangen. Und ich habe gerade Schluck auf. Und ich muss sagen, Zewa-Tuch ist besser als Klopapier. In diesem Video zeige ich euch, wie man aus einem Gurkenglasdeckel einen Campingkocher selber zusammenbaut. Das kann man für Notfall verwenden, falls euer Brennstoff leer ist. Deswegen gebt euch das.